Hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Jugend Forever. Ich muss leider gleich kurz eine Pause machen, da ich Backofen ausmachen muss, da da Chicken drin sind. Ich habe keine Ahnung, wann es genau sein wird, aber es wird schon sein. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, ihr habt eine kleine Teil von Duke Nukem verpasst, aber nur eine ganz kleine Teil, wo ich ein bisschen rumgefahren bin. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, das lag halt einfach daran, dass ich, dass meine Aufnahme nicht gestartet hat und ich habe keine Ahnung, wie man, seine alte Speicherpunkt-Dingens da nutzt und ja. Darum habt ihr jetzt vielleicht irgendwas verpasst, vielleicht aber auch nicht, ich weiß es gar nicht so genau. Ja, das waren zwei fette Gegner. Ah, und ich brauche ein paar Synchronpunkte. Wie wäre es mit Schießen? Schießen? Schießen. Schöne Synchronpunkte. Hab jetzt nur noch 6 Muni. Muss ich da zu Fuß weiter? Ich muss irgendwie das Tor anheben. Und wie soll das gehen? Meine Freunde wurden auch verkleinert. Das ist natürlich nicht schön. Puh. Hier sollte ich auf einmal, glaube ich, nicht reinfallen. Denn das wäre nicht so schön. Okay. Aussteigen. Ducken. Und jetzt weiter. Jetzt stellt sich noch die Frage, wie ich das Ding hochheben kann. Ich habe keine Ahnung. Ist das nicht wunderschön? Zielen und boom. Alter. Muss ich irgendwie da hochkommen? Warte, ich denke, ich muss da irgendwie hoch. Die Frage ist jetzt nur, wie. Wieso kann ich hier jetzt nicht weiter? Keine Ahnung. Reicht es nicht, wie ich das Ding anschieße? Scheinbar nicht. Das heißt, ich muss da irgendwie hoch. Was soll denn der Scheiß? Hä? Es verwirrt mich. Fuck, ich habe keine Ahnung. Wie soll ich da hochkommen? Nee, so auf jeden Fall nicht. Puh. Verlasst euch auf den Duke. Okay, das sieht doch schon mal besser aus. Nein. Das war ich zu schnell. Ich hatte mal vor, eine Minecraft-Adventure-Map zu spielen, wo man schön viel springen muss. Aber so wie es jetzt aussieht,
wird das wohl nie was, denn sonst würdet ihr euch vor Langeweile, glaube ich, irgendwann mal selbst töten. Denn ich würde kein einziges Zentimeter schaffen. Boah, Junge. Ich bin ein absoluter Minecraft-Noob, obwohl ich extrem gerne Minecraft spiele. Aber naja. Uiuiuiui. Ah ja, Ratte, Ratte, Ratte. Stirb, Ratte. Oh, seit wann werden Nagetiere denn so groß? Hässliche Viecher. Wo war denn dieser Knopf nochmal? Oh, oh, bist du tot? So, dann fahren wir mal. Ich mach mal kurz hier eine kleine Pause. Ich werde das gleich wegcutten oder sowas. Auf jeden Fall, ne, ihr wisst schon. So, Leute, bin wieder zurück. Und ja. Dann machen wir mal weiter. Es schmeckt übrigens relativ gut. Dafür, dass es selbst gemacht ist. Umdrehen. Farben. Ich habe mich zwar gerade ein bisschen verbrannt, da ich einfach zu schnell reingehauen habe. Aber okay. Ich habe übrigens nur eine probiert. Denn es war noch nicht hundertprozentig durch. Ich sollte erstmal eine probieren, denn naja. Einfach um zu gucken, ob es hundertprozentig durch ist. Und es war noch nicht hundertprozentig durch. Darum habe ich es auch noch nicht ausgeschaltet. Ich habe es ausgeschaltet, aber noch drinnen gelassen. Da ist ja noch ein bisschen Restsitze und das wird schon. Warum ich mich jetzt um Essen sorge, liegt einfach daran, dass meine Eltern heute in Bonn sind. Und ja, darum nehme ich auch auf. Wären meine Eltern nicht in Bonn, könnte ich jetzt nicht aufnehmen. Also, da ist ein fettes Schwein. Wo soll man denn hin? Uiuiuiui. Der scheint aber nicht gerade sehr freundlich zu sein. Und ich weiß immer noch nicht, wo wir hin müssen. Aber da habe ich schon eine Idee. Simpel und offensichtlich zugleich. Nein. So. Genau das wollte ich. Uiuiuiui. Das sind aber ziemlich viele Wildschweine. Oh oh. Oder was auch Schweine auch immer. Alien-Schweine. Uiuiuiui. Oh, komm schon. Fuck. Jump. Uiuiuiui. Nee, ich bin mal noch nicht groß. Schade. Oh, das sind meine zwei Mädels. Oh, mein Fahrzeug ist kaputt oder was? Geht ja gar nicht. Duke, zum Glück hat dich niemand zertreten. Hör zu, wenn du irgendwie das Tor aufkriegst, dann bringen wir dich mit dem Partikel-Expander wieder auf Normalgröße. Und vielleicht kannst du mir mit den beiden Mädels helfen. Wahnsinn, die kriegen den Hals nicht voll. Allein werde ich mit denen nicht fertig. Hallo, nicht an die Möpse. Du bist. Nein.
soll ich denn da hinkommen? Vielleicht muss ich dran springen. Also. Au, das war mein Busen. Ey, wie soll. Flachsen, Junge, Flachsen. Na! Wieso springe ich mal so krumm? Ah. Come on. Ey, was soll denn der Scheiß? Ich kann das Ding nicht drücken. Muss ich vielleicht wirklich dran springen? Bin ja, ist es aber ziemlich scheiße schwer. Boah, Alter. Also wirklich klappen will es nicht. Ich weiß nicht, ob ich da springen muss, denn beim Springen drauf zu drücken. Eieieiei. Stelle ich mir etwas kompliziert vor. So, versuchen wir es mal so. Nee, geht scheinbar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ey, was soll denn der Scheiß? Nee, das klappt nicht, das klappt nicht. Also entweder das ist eine Bug oder... keine Ahnung. Ich verstehe es auf jeden Fall nicht. Ach, come on! Ich stehe ja schon hier am Rand. Aha! Alter, ich verstehe es echt nicht. Das leckt hier gerade ziemlich dolle. Bei mir zumindest. Ich weiß nicht, ob es mit Fraps nicht leckt, denn ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich mit Fraps aufnehme, leckt das nicht, auch wenn es bei mir geleckt hat. Aber naja, es leckt gerade auf einem extrem hart bei mir. Egal, zumindest weiß ich jetzt, wie das geht. Na, mein Kumpel. Schieß woanders hin! Okay. Oh, du bist ja so winzig und so süß. Ich könnte dich wie eine kleine Muschi in meiner Tasche tragen. Oh. Schade, ich kann ihn nicht umbringen. Oder gleich in der Muschi. Doch die Größe kommt erst an, wenn du ausgewachsen bist, Baby. Du hast eine fette Waffe, oder? Ui, ich hab eine Shotty. Na, mein Freund. Bam. Okay, wo gehst du denn jetzt hin? Sie werden uns auffressen. Wer? Oh, oh, oh. Alter, wie es hier gerade laggt. Ich hab aber Angst. Das sind fette Monsters. Alter, wie soll ich die töten? Das sind voll die fetten Monsters. Nachladen. Ranjit Stimme machen.
Ne, ich glaube, aus der Entfernung kann ich die nicht treffen. Das geht, glaube ich, nicht. Oh, da ist ja einer. Den habe ich ja nicht gesehen. Oh, da ist der wieder. Oh. Du schaffst das, Duke. Bist du etwa tot? Bist du etwa tot? Oh, das tut mir jetzt aber leid. Oh, da ist wieder ein. Oh, da sind sogar zwei. Da sind sogar zwei. Kurz nachladen, damit ich auch wieder schön töten kann. Boah, verschwinde doch nicht die ganze Zeit immer wieder. Die sind einfach pushy und haben Angst und teleportieren sich darum auch die ganze Zeit. Exotieren. Bäh. Muss ich vielleicht irgendwie diesen Mutterschrift da oben töten oder sowas? Oh, ich habe eine neue Waffe. Das ist ja von denen, glaube ich, oder sowas, ne? Aber ich finde den hier doch besser irgendwie. So eine schöne Shotty. Komm her, du Zombie, Viecher, Monster, Bastard hier. Tritt einen für mich in die Fresse, Duke. Oh, da ist ja immer noch einer. Ey, teleportier dich doch nicht weg, Ranjit. Ich bring dich gleich um. Ich sag's dir, ich bring dich um. So. Hey, spinnst du? Duke wird uns nie retten, wenn er hört, dass du sowas versprichst. Alter. Wieso ihr so rumspringen? Das ist scheiße. Ihr seid Pushies. Hä? Hä? Wo? Da. 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 So. Ich keine Munition mehr habe. Du bist absolut der Größte, Duke. Oh ja. Duke, du hast sie echt alle gemacht. Oh mein Gott. Ich hatte solche Angst. Ich auch. Ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist. Wieso bin ich nicht YouTube-Partner? Ja, Zeit für meine Belohnung. Alter, wäre ich YouTube-Partner. Das wäre so Duke, cool. Hilfe! Uiuiuiui. Oh Gott, Duke, rette uns! Nein! Nicht meine Bräute. Nicht in meiner Stadt. Das werdet ihr Alien-Hurensöhne büßen. Und was jetzt? Ranjit? Wollte ich machen sollen? So, jetzt muss ich meine zwei Mädels retten. Checkpoint gesichert, ich mach mal hier eine Aufnahmepause und werde jetzt was essen und danach geht's weiter. Beziehungsweise ich mache jetzt hier eine Aufnahmepause und mache übermorgen oder übermorgen wieder weiter. Ciao, bis zum nächsten Mal.